Okay. Warum Ei? Weil das ja so die instabilste Blüte ist, wie man sich vorstellen kann. Ja. Ei muss das gar nicht unbedingt sein. Könnte auch Kugel sein. Ja. Aber Kugel ist immer fast schon wieder zu statisch. Also ein Ei, das ist also ein größeres Ei, das ist noch viel zufälliger, noch viel labiler, der Zustand, der drauf ist. Und deshalb, das war diese Folge von den Kopfstehern, die da immer wieder irgendwo auftauchen. Also es hat was Eingefrorenes. Hört euch, das ist. Aha, ja. Das ist eine Bewegung, aber die ist eine Bewegung, die also eingefangen ist eigentlich. Eingefangen vielleicht. Das ist ja eine Momentaufnahme. Ja, ich meine, die halten das natürlich nicht lange durch, ne? Jetzt halten sie es durch. Ja, so ist klar, aber nur weil sie eingefroren sind. Weil sie eingefroren sind. Aber wenn man sich das jetzt, ja. Das hat was mit dem Verewigen von Zuständen zu tun, das stimmt ja. Schon. Da zeige ich Ihnen jetzt gerade noch was. Die habe ich da unten drin, weil sie so schwer sind. Das sind so eingefrorene Gegenstände. Ah. Das war tatsächlich mal ein eingefrorener was ist das? Speckknödel auf Sauerkraut. Und um die abformen zu können, musste ich die vorher einfrieren. Ja. Damit die so lange da das durchhalten. Das war ein Fehler in Andex. Was ist das, eine Weißwurst? Oder? Weißwurstfrühstück in Andex. Und das ist so, dass das Salz auf der Breze noch da ist. Ja. Und der Senf noch da ist. Okay. Weil da dieses Einfrieren, das ist jetzt wahrscheinlich dieses Moment Einfrieren, das ist es ja? Vielleicht. Verewigen nenne ich es. Weißwurst ist ja eigentlich nur vor 12 zu genießen, oder? Sagt man doch. Sagt man, ja. Das ist auch in dem Zusammenhang entstanden, ja. Und zwar im Jahr 2000. Da habe ich so mit größeren Güssen im öffentlichen Raum angefangen. Das war der erste Guss am Scharflichterhaus. Und das ist so ein Brotzeitteller vom ehemaligen Weißen Kreuz. Aber der ist wirklich schwer. Also da muss man zwei Händen hinfassen, wenn du ihn heben wollt. Der ist schon recht massiv geworden. Ja. Brotzeitteller, Teller und diese. Und das ist eine Torte, oder? Schinken. Das ist eine besondere Torte. Das ist ein Apfelkuchen. Den habe ich für. Ein Apfelkuchen. Einen Apfelkuchen. Der ist nicht so schwer. Nein, eine alte Freundin, hätte ich gesagt, die Mutter eines Freundes, hat mir immer Apfelkuchen gebacken in München. Immer wenn ich hinkam, das war teilweise jeden Sonntag, hat sie mir einen Apfelkuchen gebacken. Und dann habe ich ihr ein Stück verewigt. Verewigter Apfelkuchen. Verewigter Apfelkuchen. Das eine Stück habe ich ihr geschenkt, das andere habe ich behalten.